Heute geht es um Partyleitangebote. Wenn du Beraterin bist, dann gibt es hier ganz wichtige Regeln im Umgang, vor allem mit Facebook. Und es gibt hier Problematiken, die ich dir aufzeigen möchte und dann auch natürlich die Lösungen. Lass uns gleich mal starten. Grundsätzlich haben wir bei den Partyleitangeboten das Thema, dass wir hier mit Urheberrecht zu tun haben, dass wir mit Markenrecht zu tun haben. Aber wir haben auch, das darf man nicht vergessen, auch damit zu tun, dass die Plattformen eigene Regeln haben. Aber zuerst einmal Urheberrecht ist ganz klar. Viele Partyleitberaterinnen wissen gar nicht, dass sie eigentlich diese Unterlagen gar nicht verwenden dürfen, weil sonst immer der Eindruck entsteht, dass sie selbst Partyleit sind. Und der Facebook-Algorithmus kann sehr, sehr schnell feststellen, wenn du eben ein Bild reingibst, man nennt das das sogenannte Wortmarken-Update, dass es hier um eine Marke geht, in dem Fall Partyleit, und dann hast du keine sogenannte organische Reichweite. Ich habe es kurz angesprochen, viele soziale Medien, Facebook, Instagram, TikTok haben diese Regeln im Algorithmus. Das bedeutet, dass Werbung oder Spam erkannt wird. Und wenn du Werbung machst, dann kannst du einerseits gegen die Regeln verstoßen. Zum Beispiel ist es so, wenn du ein Facebook-Profil hast, dann darfst du das nicht kommerziell nutzen, wenn du zum Beispiel ein TikTok-Account hast oder WhatsApp-Account. WhatsApp zum Beispiel darfst du auch nicht kommerziell nutzen. Also da verstoßt du dann gegen die Regeln und hast dann auch Probleme. Sagen wir, all das gibt es nicht und ja, die Plattformen denken um, dann haben wir aber noch immer den Zuschauer und das Publikumsinteresse hält sich sehr in Grenzen. Das heißt, wenn du beginnst, Partyleitangebote zu posten, du wirst merken, du hast wenige Likes, du hast wenige Kommentare. Es fühlt sich nicht gut an, also es gibt bessere Lösungen. Die zeige ich dir dann gleich, also unterhalb von diesem Video findest du die. Ich möchte jetzt Ideen geben, bevor ich zu den Ideen komme, sagst du, okay, habe ich überhaupt eine Ahnung davon? Ich selbst war im Network Marketing, im Direktvertrieb in einem ähnlichen Unternehmen und habe im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht, nur mit Facebook. Und ich möchte einfach jetzt zeigen, wie Facebook funktioniert. Und hier unterhalb findest du den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe. Grundsätzlich würde ich dir mal raten, statt den Partyleitangeboten inspirierende Inhalte zu machen. Das heißt, poste zum Beispiel Zitate oder Ideen. Wobei bei den Zitaten gibt es eine Einschränkung. Wenn du ein Zitat nimmst, das jeder kennt, dann nennt man das Double Content, also doppelter Inhalt. Das würde ich dir nicht empfehlen. Wenn du ein Zitat hast, was schon jemand hat, dann erkennt das System und sagt, das ist kein originaler Inhalt. Also ich würde die Zitate empfehlen von dir selbst zum Beispiel. Wichtig ist aber auch, dass es in Einklang steht mit der Partyleitwelt, also vor allem auch mit deinen Werten. Und du sollst die Produkte direkt nicht bewerben, sehr, sehr wichtig. Der nächste Punkt ist Tipps und Tricks. Ja, wie bei YouTube hier, Tipps und Tricks möchte jeder. Und gerade bei Partyleit kannst du dir Tipps geben zum Thema Kerzen, zu der Brenndauer, wie kann man die verlängern oder wie ist es mit der Haltbarkeit und sonstige Dinge. Also auch Anleitungen wollen die Menschen, also wirklich so Step by Step. Und es soll natürlich mit deinem Geschäft zusammenhängen. Vor allem auch Dekorationstipps. Das heißt, bei Dekorationstipps ziehst du die richtigen Kundinnen schon an und dann sind die natürlich sehr interessiert auch für Partyleitprodukte. Persönliche Geschichten. Ja, da geht es darum, dass wir keine Geschichten erzählen, sondern wirklich persönliche Geschichten. Erzähl von deinen eigenen Erfahrungen. Ja, also wichtig dabei ist, aber stell nicht immer Partyleit so hervor, dass du sagst, okay, das ist jetzt Partyleit, sondern lass es ein bisschen im Hintergrund wirken. Also, wo ist der Hintergrund da? Ein bisschen im Hintergrund, dann fragen sich die Leute, aha, was ist das für eine schöne Kerze zum Beispiel? Und genau, erzähl von deinen Erfahrungen, Erlebnissen. Da möchte ich dich einladen, dass du oft auch die Kamera nimmst, wenn du draußen bist. Ich merke das bei mir, wenn ich laufen bin, Radfahren, was auch immer, habe ich die besten Ideen. Mach mal ein kurzes Reel zum Beispiel und du wirst sehen, es funktioniert. Natürlich kannst du auch auf die Tätigkeit als Beraterin eingehen, wenn du sagst, okay, du möchtest diese Menschen anziehen. Der nächste Punkt ist Interaktion. Ja, also Facebook und das bei allen Social Media Plattformen. Die wollen das, die fördern das. Das heißt, starte Diskussionen, Umfragen, stell den Leuten einfache Fragen. Du kennst es ja einfach, wenn du zum Beispiel ein Text-Posting machst und einfach eine Frage stellst, eine gute Frage, die natürlich zum Thema passt, dann hast du schon gewonnen. Und das Wichtigste ist, Mehrwert zu erstellen. Also die Schlüsselwährung auf Social Media ist Mehrwert und ich glaube, da tun sich der eine oder andere Beraterin noch schwer. Da möchte ich dich einladen. Ich habe ein weiterführendes Training in meiner Gruppe, einfach hier unten. Und das siehst du das genau. Mehrwert bedeutet, dass du
nicht den Fokus auf den Verkauf legst. Das heißt, dass du wirklich sagst, okay, ich möchte Tipps geben, möchte Tricks geben und die Leute sind es dann schon gewohnt und sie haben immer mehr Vertrauen zu dir. Und dadurch baust du wirklich eine starke Beziehung auf, eine authentische Beziehung auf. Und gerade bei Facebook merke ich, dass viele, viele das überhaupt nicht machen. Es geht immer nur Werbung, Werbung, Werbung. Und du wirst sehen, so kannst du viel besser Party-Light-Produkte umsetzen, ohne die Party-Light Angebote irgendwie rauszupfeffern. Wie gesagt, habe schon mal erwähnt, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest, viele Partyleitberaterinnen sind in meiner Facebook-Gruppe, dann einfach mal, ja, unten schauen. Ich krieg's jetzt nicht zusammen mit dem Pfeil, aber ja, wünsche dir alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Rock it, dein Willi Baba.